Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar heute zu so einem Set, wo ich vorher tatsächlich noch nicht weiß, was es hundertprozentig ist. Ich meine, klar, es ist ein leichter Panzer LT-38, hat 535 Teile. Ich weiß aber noch nicht den Hersteller davon, weil das war so eine Sache, ich habe es auf eBay gekauft, fand es eigentlich ganz interessant. Es war nirgendwo eine Herstellerangabe oder ähnliches. Und ich habe mich extra auch vorher mal nicht informiert, von welchem Hersteller es kommt. Und werde das Ganze jetzt öffnen. Und dann werden wir ja im Inneren wahrscheinlich auch sehen, was das hier für ein Hersteller ist. Und ich habe das Ganze jetzt schon mal aufgeschnitten und werde es jetzt mal aufmachen. Und jetzt werden wir gleich zusammen erfahren, um was es sich hier handelt. Und wir haben von Quanzhan tatsächlich ein Set. Das ist natürlich ein deutscher Panzer, das wussten wir eigentlich auch schon, bevor wir es geöffnet haben. Aber wie gesagt, halt den Hersteller nicht. Und Quanzhan ist ja eine Marke, mit der ich bisher wirklich gute Erfahrungen gemacht habe. Und wo ich mich jetzt auch sehr darauf freue, diesen Panzerkampfwagen zu bauen. Neben der Anleitung haben wir natürlich dann noch hier die Teiletüten drin. Hier sind einmal die Ausrüstungsgegenstände und wieder die Karte zum Panzerkampfwagen. Diesmal auch wieder mit einem Ständer, da war ich ja letztes Mal ein bisschen traurig, dass der gefehlt hat. Und wir haben ja schon mal einen deutschen Panzerkampfwagen von Quanzhan. Und zwar haben wir ja auch schon den Panzerkampfwagen 2 Ausführung Lux vorgestellt. Bin ich mal gespannt, ob mir dieses Set genauso gut gefällt wie der Lux. Dann haben wir noch drei andere Teiletüten. Hier drin ist nochmal der Trenner mit. Und ich wette, in den drei anderen Teiletüten sind auch nochmal Untertüten genau, wo eben auch nochmal Teile mit drin sind. Und dann haben wir auch schon den Karton leer. Ich würde sagen, wir schauen uns nochmal gemeinsam die Anleitung an. Und wenn wir die hier aufmachen, ist das wie von Quanzhan gewöhnt aus dieser Set-Reihe. Und zwar, dass wir hier so einen Camouflage-Hintergrund haben. Was mich am Anfang gestört hatte, aber umso mehr ich damit gebaut habe, habe ich mich damit abgefunden. Und es ist halt auch einfach eine hübsche Sache. Dann sind hier tatsächlich die Bauabschnitte gegliedert. Also wir haben hier die Tüten beschriftet mit 1, 2, 3. Also wir haben insgesamt 3 Bauabschnitte auf diese 500 Teile. Panzerteile sind natürlich immer noch ein Stückchen weniger. Am Ende sind es wahrscheinlich 400 rum, wenn man die Ketten und Ersatzteile abzieht. Und dafür 3 Bauabschnitte ist natürlich auch, sag ich mal, sehr kundenorientiert. Und genau deshalb kann ich nämlich auch versprechen, dass diesmal der innere Monk nicht durchkommt, wenn die ganzen Teile auf dem Bautisch liegen, weil ich werde es wirklich Bauabschnitt für Bauabschnitt bauen und nicht alles ausschütten und die Teile suchen. So würde ich es im Normalfall machen, aber für dich mache ich das auch mal ganz gerne. Ansonsten haben wir 44 Bauschritte, ich würde sagen 42 davon sind echte Bauschritte. Der 43. ist einfach die Karte in den Ständer stecken. Ist nochmal eine Zusammenfassung von dem Panzer und dem Zubehör und hier ist wirklich viel dabei, also dafür einen Daumen nach oben. Die Figuren gucken wir uns nochmal an. Da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die wahrscheinlich sehr nah an Lego-Figuren wieder dran sind, also da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Gerade falls ihr das Set vielleicht mal aus China importieren wollt. Insgesamt hat die Anleitung noch 18 Seiten. Und auf der Rückseite der Anleitung haben wir nochmal ein bisschen Werbung für die anderen Sets von Quanzhan. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anhalten und die Sets mit reinziehen. Aber ich würde sagen, schon wieder viel zu viel gelabert. Ich fange jetzt an zu bauen und wir sehen uns nach dem ersten Bauabschnitt. Viel Spaß! Und wir sind jetzt fertig mit dem ersten Bauabschnitt und 15 Bauschritten. Und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, haben wir quasi die untere Panzerwanne schon gebaut. Ich muss sagen, die Teilequalität ist für Quanzhan in diesem Set wirklich außergewöhnlich gut. Quanzhan-Teile machen ja meistens Spaß vom Bauen her und haben keine großen Probleme jetzt in dem Sinn, dass das Baugefühl oder die Klemmkraft nicht stimmt. Sondern Quanzhan hat ja meistens das Problem, dass die Qualitätssicherung nicht stimmt und man dann einfach da Abweichungen hat. Dass es sich mal sehr straff baut, mal sehr leicht baut, mal kaum Klemmkraft hat, mal zu viel Klemmkraft hat und das halt bei einzelnen Teilen. Und bis jetzt hatten wir so ein Teil bei diesem Set noch nicht dabei. Auch die Farbtreue gefällt mir bei dem Set wirklich gut. Die Schwarztöne sind wirklich immer im selben Schwarzton. Die Grautöne sind immer im selben Grauton und auch die Brauntöne haben bisher sehr gut gestimmt. Die Fliesen sehen gut aus. Wir haben wenige Kratzer auf den Teilen, haben ein paar Angussstellen, die schon offensichtlich sind. Aber das haben wir auch bei Kobi. Bisher ist es aber so, dass man die Angussstellen dann wenigstens sehr gut immer nach innen drehen konnte, dass sie dann am Ende nicht mehr so auffallen. Also es gibt momentan noch nicht allzu viel zu sagen. Der einzige kleine Kritikpunkt im Moment ist, dass diese Kettenaufnahmen hier relativ straff drehbar sind. Also sie sind nicht so leichtgängig, wie man das erwarten würde. Das liegt aber weniger an den Teilen, sondern eher an der Konstruktion, weil die Achsen, die dort verbaut sind, sehr knapp bemessen sind. Und man es deshalb, damit es hält, sehr nah an diese Teile hier schieben muss und es natürlich dann da ein bisschen Widerstand aufbaut. Anders bekommt man die aber leider dann nicht zum Halten. Ansonsten gibt es noch nicht sehr viel dazu zu sagen. Wie gesagt, der Bau macht bis hierhin sehr, sehr viel Spaß. Und ich mache jetzt den zweiten Bauabschnitt auf und wir sehen uns nach dem zweiten Bauabschnitt.
Und wir sind jetzt fertig mit der zweiten Tüte und damit dem zweiten Bauabschnitt. Haben insgesamt 30 Bauschnitte hinter uns. Und ich muss sagen, das Ganze nimmt doch schon wirklich Gestalt an. Wir haben hier vorne schon so eine Art MG dran gebaut, haben hier schon die restlichen Kettenaufnahmen dran gebaut und haben auch die ersten schönen Prints wieder. Wozu aber auch noch was Lustiges haben, weil ich meine, wir haben hier wirklich diesen schönen Print. Ich meine, klar, das ist auch wieder Kubi sehr ähnlich, das ist aber ein anderes Thema, aber es ist alles geprintet an dem Set, es sind keine Sticker. Hier haben wir den Print. Und natürlich, den haben wir auch nochmal gespiegelt auf der anderen Seite. Und dann stelle ich mir das so vor, jemand macht sich die Mühe, so einen coolen Print zu machen und macht es dann aber so im Bau, dass der Brick dort ist, wo man den Print nicht richtig sieht. Ich weiß nicht, was sich Guanjan dabei so richtig gedacht hat, aber egal, es ist halt ein Print dabei. Ganz ehrlich, ich würde dann den Zweierbrick durch einen anderen Zweierbrick einfach nur graues austauschen und würde mir den schönen Print für irgendein anderes Projekt aufheben. Wie gesagt, ich verstehe das Ganze dahinter nicht. Ansonsten haben wir hier schon alles schön gefliest. Die Fliesen sind so ein Thema. Also die sind von der Qualität her in Ordnung. Sie sind eigentlich auf Glanz gemacht. Wir haben jetzt nichts wirklich Mattes dabei. Wir haben aber schon einige Kratzer. Gerade bei den großen Fliesen kommen wir da nicht drum rum. Da haben wir immer mal einen Kratzer mit dabei. Und wir haben da teilweise auch relativ offensichtliche Gusspunkte. Hält sich aber, wie gesagt, in Grenzen. Das haben wir von Guanjan schon schlechter gesehen. Ganz interessant ist noch dieser Bereich hier. Weil ihr seht ja, das ist angewinkelt. Also das geht nicht gerade. Sondern wir schaffen es, dass wir über den Ketten hier die Schräge so hinbekommen, dass wir hier einen Brick hochkommen. Das ist ganz cool gelöst eigentlich. Weil wir haben dort drin einmal einer Plate modified. Und das sind im Endeffekt diese, wo man sonst bei kleinen Autos dort die Achse draufsteckt. Und diese werden dann mit solchen Aufnahmen hier verbunden. Und am Anfang ist das alles ein bisschen instabil, also kann auch nochmal abkippen. Man sieht auch, es hat immer noch ein bisschen Spiel. Umso mehr man da aber drüber baut, umso stabiler wird das. Und am Ende wird das wahrscheinlich auch kein Problem darstellen. Aber am Anfang kann man sich wundern, hä, was ist das? Man sieht es auch jetzt in der Anleitung nicht direkt, dass man es wirklich richtig gebaut hat, obwohl es am Anfang sehr komisch aussieht. Aber umso mehr man baut, umso mehr sieht man, okay, das war richtig. Und dann kommt man auch zu Bauschritten, wo man sieht, okay, das ist eben so gewollt. Jetzt kommt natürlich noch der dritte Bauabschnitt und da werden dann noch die Ketten hinzugefügt und natürlich die restliche Verkleidung und noch der Geschützturm mit dazu gebaut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt gleich mit dem fertigen Set wieder. Und fertig ist der Panzerkampfwagen 38T. Und ich muss wirklich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von Guanjan. Nicht, weil die Steinequalität schlecht ist, nicht, weil das Set an sich schlecht ist, sondern aus einem ganz anderen Grund. Ich habe ja schon von Guanjan einige Sets vorgestellt. Und die Sets hatten natürlich Drucke, die denen von Kobi sehr, sehr ähnlich sind, aber waren nie Kopien von Kobi-Sets. Da habe ich drauf geachtet und ich habe auch bei diesem natürlich drauf geachtet, dass ich immer beim Bau mal geschaut habe und zwischengecheckt habe, wie war das Vorbild, was bei Kobi war. Und es gibt bei diesem Set, auch wenn es keine 1:1 Kopie ist und ich es trotzdem vorstelle und trotzdem der Meinung bin, dass es in Ordnung das zu kaufen, da das originale Kobi-Set momentan nicht mehr existiert, beziehungsweise es gab davon nur eine Auflage und danach ist es wieder aus dem Sortiment verschwunden. Deshalb bin ich der Meinung, es ist in Ordnung, dieses Set zu kaufen. Aber nur, weil es keine 1:1 Kopie ist, es gibt leichte Abänderungen, über die reden wir natürlich. Es ist auch klar, dass man, wenn man einen Panzer nachbaut, ein bestimmtes Vorbild hat und dieses Vorbild dann natürlich versucht, mit Klemmbaustein zu realisieren. Da gibt es natürlich Einschränkungen und einige Sachen müssen so gebaut werden, wie sie sind. Aber es gibt hier nicht nur Indizien, ich würde es Beweise nennen, dass dieses Set mehr als nur inspiriert war, sondern die Designer hier nicht gerade viel Designarbeit reingesteckt haben, sondern sich das Kobi-Set zum Vorbild genommen haben. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, woran mache ich das fest? Da gibt es drei Hauptpunkte. Einmal haben wir ja hier die Laufrollen. Diese Laufrollen sind falsch rum angebracht. Nicht unbedingt falsch rum im Sinne von klemmbausteinmäßig falsch rum, weil so laufen sie ganz, aber im Sinne zum Original sind sie falsch rum. Kobi hat dann mal eine Lösung gefunden, haben Bügelperlen quasi nochmal auf die Aufnahmen gebaut und haben sie dann andersrum reingesteckt und so waren die Laufrollen auch richtig. In den alten Kobi-Sets, wozu auch der Panzerkampfwagen 38T gehört, waren aber die Laufrollen auch so rum. In der heutigen Zeit wird das eigentlich nicht mehr gemacht. Trotzdem sieht man das bei einigen Guanjan-Sets noch, dass sie es quasi so falsch rumbauen. Und das liegt daran, wenn man es mal mit dem Kobi-Set vergleicht, dass dieses Kettenlaufwerk bis auf ein kleines Detail eigentlich genauso ist, wie es Kobi in seinem Set 2384 rausgebracht hatte.
Der nächste Punkt ist, da habe ich mich ja schon beim Bau ein bisschen drüber aufgeregt, warum bedrucke ich diesen Zweierbrick und dann ist der Druck hier im Endeffekt verbaut und man sieht ihn gar nicht mal richtig. Da haben wir auch was. Guckt euch mal das Kobi-Set an. Das Kobi-Set hat nämlich von den Drucken her eigentlich fast genau dieselben Drucke. Also was heißt fast genau? Es sind so gut wie dieselben Drucke. Bei der 4 ist ein kleiner Unterschied. Aber sonst ist es eigentlich fast dasselbe. Aber Kobi hatte diesen Druck hier. Sie hatten hier ein 3 langes Teil, nicht aus 3 einzelnen, und haben hier den Druck drauf gemacht. Guan Zhan hat gedacht, wir brauchen natürlich dieses Kreuz auch auf der Seite, haben sich aber dann keine Gedanken drüber gemacht, wie sie es umsetzen, hatten das Kobi-Teil nicht und haben es einfach dort reingebaut. Das ist billig. Und dieses stupide Nachbauen, obwohl man die Teile von Kobi nicht hat, findet man auch noch an einer anderen Stelle. Wir sind noch nicht fertig. Ich meine, man kann sich schon fragen, was der Designer sich bei diesem Absatz hier gedacht hat. Warum ist hier dieser Absatz drin? Das ist relativ einfach erklärt. Gucken wir uns nochmal das Kobi-Set an. Das Kobi-Set ist nämlich an und für sich hier hinten genauso gebaut. Die Proportionen sind genauso gebaut. Aber sie haben hier zwei lange, abgerundete Teile genommen, die eine ganz andere Höhe haben als die Teile, die wir hier verwendet haben. Diese Teile, die Kobi besitzt, hat aber Guan Zhan scheinbar nicht als Stein im Angebot. Anstatt sich jetzt eine eigene Lösung auszudenken oder wenigstens das hier nochmal um eins zu unterfüttern, dass man nochmal eins hochkommt, haben sie gedacht, nein, wir bauen es genauso, wie es Kobi gebaut hat, wird schon passen und dann hat man hier so einen komischen Absatz drin. Und das sieht halt nicht gut aus. Tut mir leid, das sieht nicht gut aus. Ich muss sagen, wenn sie das schon geändert hätten, dann wäre ich nicht mal so böse drum. Ja, dann hätten sie sich eine eigene bäuerliche Lösung ausgedacht und es wäre nicht schwierig, weil man das nur eins unterfüttern müsste, dass es eins hochkommt. Eine Platehöhe. Sie haben es nicht gemacht und damit ist das eines der schwächsten Quan Zhan Sets, die ich hier gebaut habe. Nicht, weil das Set schlecht ist, das Set gefällt mir an und für sich. Aber wenn man den Hintergrund weiß, dann ist das einfach zu wenig. Wenn man im Endeffekt fast nur ein Kobi-Set nachgebaut hat. Ja, wie gesagt, es ist keine 1:1 Kopie. Und wie gesagt, ein reales Vorbild muss man natürlich in einem gewissen Maße immer ähnlich nachbauen. Aber das sind zu viele Parallelen zum Kobi-Set, als dass es im Endeffekt von zwei Designern unabhängig voneinander geschaffen worden sein kann. Davon abhängig haben wir auch noch ein paar komische Designentscheidungen. Also warum haben wir hier das MG mit so einer Art Schaltknüppel und haben dann hier so ein schönes MG-Teil? Dann nehmen doch beide mit dem MG-Teil oder beide als diese komische Schaltknüppellösung. Aber so zusammen passt es nicht. Das macht keinen Sinn. Warum haben wir zwei verschiedene MG-Teile dort drin? Das sieht nicht gut aus. Ansonsten, die Ketten laufen wirklich gut. Ihr wisst, auf meinem Tisch ist das immer ein bisschen schwierig. Wenn wir jetzt schon ein bisschen Papier drunter legen würden, also nur minimal mehr Angriffsfläche für die Ketten, dann laufen die wirklich gut mit. Das ist schon in Ordnung. An eine Kobi-Kette kommt es aber auch nicht ran. Ansonsten frage ich mich, was dieser Bolzenschneider hier soll. Der ist relativ wackelig festgemacht, hat meiner Meinung nach designtechnisch auch keinen großen Nutzen. Den hätte man getrost weglassen können. Wir haben äußerst fragliche Designentscheidungen. Aber okay, etwas, was Quan Zhan auf jeden Fall selber gemacht hat, sind die Figuren. Darüber reden wir auch noch. Und die habe ich hier einfach mal auf diesem Stand versammelt. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der spannendsten Figur an. Und zwar haben wir hier eine Art Panzergeneral. Der hat auch so einen Umhang mit dabei. Der Umhang ist jetzt nicht das Beste. Also das ist halt schon Stoff wie so eine Art Vlies, aber kein wirklich hochwertiger Stoff, muss man ganz ehrlich sagen. Und egal wie man den drückt, so vom Kragen her sitzt der auch nie so wirklich richtig. Ansonsten gefällt mir die Figur relativ gut. Die Druckqualität ist gut. Die Beine sind bedruckt, der Rücken ist bedruckt, was man jetzt natürlich nicht sieht. Und auch die Beine sind seitlich bedruckt. Also das gefällt mir an und für sich schon sehr gut. Einziges Problem ist der Lego-Designschutz, weil diese Figuren natürlich sehr ähnlich den Lego-Figuren sind. Also wenn wir das Set aus China importieren und nicht von einem deutschen Zwischenhändler kaufen, würde ich euch empfehlen, lasst euch vom Verkäufer die Figuren entnehmen. Nicht, dass ihr da Probleme kriegt und die im Zoll hängen bleiben. Ansonsten haben wir hier noch zwei Soldaten. Wie gesagt, auch die gefallen mir von den Drucken sehr gut. Es ist wieder der Oberkörper gedruckt, die Beine sind bedruckt, die Beine sind vor allen Dingen sogar seitlich und hinten bedruckt und der Rücken ist bedruckt und die Helme, die sie aufhaben, gefallen mir auch wirklich gut. Vom Lego-Designschutz aber natürlich dasselbe Problem wie beim Panzergeneral. Dann haben wir natürlich noch massiv Ausrüstung. Also wir haben einmal hier zum Beispiel die Gewehre. Noch ein paar Luger-Pistolen und so weiter und so fort. Noch ein paar größere Geschütze
Und noch ein paar Spaten, eine Säge und so weiter und so fort. Also hier ist wirklich massig was dabei. Auch ganz cool sind wieder die Gummiriemen, die man sich um die Gewehre machen kann, um sie dann am Ende den Soldaten umzuhängen. Also, wir haben jetzt über den Panzer gesprochen, über die Figuren gesprochen und über das Zubehör besprochen, was bei dem Set dabei ist. Was aufgefallen ist, wir haben kein einziges Ersatzteil, es hat kein Teil gefehlt, aber es ist eben auch kein Ersatz dabei, außer ein paar Kettenglieder, das wollen wir mal nicht unterschlagen, die waren noch mit dabei, aber außer die keine Ersatzteile. Das letzte, was natürlich noch zum Lieferumfang gehört, ist die Karte mit dem Ständer. Die Karte gefällt mir wieder relativ gut, ist natürlich auf Chinesisch gehalten, aber wieder in diesem schönen Glitzerton und die finde ich ganz cool, wenn man da wieder die Soldaten quasi davor mit aufstellen kann. Und das war's im Endeffekt mit dem Set. Ich bitte euch diesmal darum, euch da eine eigene Meinung zu bilden. Das Set ist nicht scheiße. Und hätte ich das Problem mit dem Kobi-Set als Vorbild nicht, würde ich euch hier eine uneingeschränkte Kaufempfehlung rausgeben. Aber das Problem lässt sich nicht wegdiskutieren. Und da seid ihr gefragt. Seid ihr selber der Meinung, dass es okay ist, dass das Set so nah an diesem Kobi-Set ist? Weil das Kobi-Set ja auch nicht mehr auf dem Markt ist und das die einzige Chance ist für euch, diesen Panzer zu bekommen? Oder seid ihr der Meinung, nein, kann ich mit mir nicht vereinbaren? Und kauft deshalb lieber das Kobi-Set für einen sehr hohen Preis gebraucht, weil es ja wie gesagt vom Markt weg ist? Ich kann euch die Entscheidung nicht abnehmen. Ich würde generell euch davon abraten, wenn es eine 1:1 Kopie wäre, das ist es aber de facto nicht. Es ist aber sehr, sehr nah an dem Kobi-Set dran. Dementsprechend überlasse ich da euch die Entscheidung, weil diese Gewissensfrage gewissermaßen kann ich euch nicht abnehmen. Ich habe euch meine Meinung dazu gesagt, ich habe euch gesagt, warum es meiner Meinung nach sehr nah am Kobi-Set ist und den Rest müsst ihr entscheiden. Wenn ihr natürlich das Set selber besitzt, schreibt auch mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und natürlich könnt ihr auch wieder gerne einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Guckt euch auch gerne noch meine Review zu den selbstständigeren Quanjan Sets an, weil, wie gesagt, Quanjan hat auch tolle Sets, ohne so nah an dem Kobi-Set dran zu sein. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Euer Valleybrick. Es ist Herbst, es ist warm, mir ist dennoch kalt. Gerade wenn ich morgens aus dem Bett rausfall. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia. Die Grautöne sind immer im selben Schwarz. Es hä? Ja, flieh, kleiner Wellensittich. Du, das, was du liebst, du fliegst. Du fliegst. Ja, ja. Meine Franzi fliegt, ne? Guck mal in die Kamera. Guck mal, was man hier filmt sonst. Ne? Da wurdest du gerade gefilmt. Ja, ja. Du kommst ins Internet.